heute geht es um die große Frage: Buhnesan Winkelpicker oder Royal Winkelpicker? Der Kampf der Winkelpicker. Welche der super feinen kleinen Ruten ist die bessere? Ja, diese Frage beschäftigt viele ständig und immer wieder. Immer wieder kommt die Frage, ja, welche Rute nutze ich denn für was und warum sollte ich nicht die Buhnesan verwenden? Mit den Pluswerten auf den Montagearten. Und warum soll denn dann die Royal Picker mit dem einfachen Pluswert auf der Route auch noch besser sein? Das sorgt regelmäßig für Verwirrung. Was ist besser? Was ist wofür? Wir gucken uns das jetzt im Detail einfach mal an. Grundsätzlich ist zu sagen, bei den Winkelpickern sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man die wirklich benötigt. Denn gerade im Low- und im Mid-Level ist es so, dass man erstmal überhaupt kein Silber für sowas hat und zum Zweiten fängt man natürlich mit so kleinen Ruten wie den Feederruten am Anfang genauso gut kleine Fische wie mit solchen Winkelpickern. Die Winkelpicker sind dafür gemacht, um kleinere und mittlere Fische zu fangen, denn sie haben hervorragende feine Spitzen, die man eben auch noch austauschen kann und je nachdem, welche Spitze man eben drauf macht, verändert sich quasi die Feinfühligkeit der Spitze. Also, die Frage ist natürlich, für wann lohnt es sich dann erstmal eine Winkelpicker zu kaufen? Ich würde sagen, ab Midgame, wenn man quasi schon die wichtigsten Basics hat und wenn man dann nochmal etwas Spezielles gerne hätte fürs Kleinfischangeln, dann lohnt es sich. Aber vorher ein vernünftiges Karpfen-Setup zu kaufen, ist auf jeden Fall der bessere Weg, um effektiver und schneller im Game weiterzukommen. Bonuswerte auf den Ruten gibt es natürlich nicht nur bei den Winkelpickern, also bei den Grundruten. Bonuswerte gibt es auch bei den verschiedensten Ruten. Was ich natürlich sonst immer wieder gerne zeige, ist die Vexilla. Bei der Vexilla ist es zum Beispiel so, wir haben hier komplett sämtliche Spinning-Montagen mit einem Plus drauf. Also auch das gibt es eben in den verschiedensten Bereichen. Genauso wie dann eben auch hier bei der Ultima eben wieder mit Plus 10 auf Spinning. Plus nochmal die Montagearten. Also da haben wir quasi mehrere Sachen sogar drauf. Dementsprechend spiegelt sich das ja auch meist im Preis wieder. Also alles, was jetzt eben hier bei den Winkelpickern an Informationen rumkommt, zählt genauso auch für Spinning oder eben auch fürs Posenangeln. Wenn du im Laufe des Games Stück für Stück weiterkommst und deine Skillpunkte ausbaust und wenn du dann im Grundfischen dir überlegst, ja, wo investiere ich meine Punkte, was ist mir wichtig, was würde ich gerne verwenden, dann kommt man natürlich erstmal schnell zu dem Punkt, mir fehlen immer mal wieder Points, ich brauche mal wieder einen Level Up, damit ich die nächsten Punkte generiere. Und die große Entscheidung ist immer, wo investiert man seine Skillpunkte rein? Ich verlinke nochmal mein letztes Video, alle Gedanken zum Neu-Skillen und Punkte verteilen seit Nordmeer. Also die komplette Überlegung, was ist wirklich essentiell, wo kann man möglichst sinnvoll auch noch Punkte sparen, sind da quasi mit besprochen und das, was quasi wirklich essentiell ist und was wirklich wichtig ist, das habe ich mittlerweile geskillt, gerade eben auch hier im Grundbereich. Da habe ich eigentlich nur die absoluten Basics gerade geskillt. Wenn wir uns die Buhnesan Winkelpicker anschauen, haben wir hier die Inline-Montage, dann haben wir hier die Paternoster und die Schlaufenmontage. Also drei Montagearten mit jeweils plus zwei Punkten auf den jeweiligen Montagearten. Paternoster-Montage, die Inline und die Schlaufe. Wo ist sie? Hier ist sie versteckt hinter mir. Bei den Montagen ist es so, ganz egal, welche wir anklicken,
wir haben hier quasi immer den Beisatz, desto größer, also je höher die Fangtechnik, desto größer ist die Chance, eine Trophäe zu landen. Also hat man hier quasi die Chance, quasi mehr oder eine höhere Chance, mit diesen Pluspunkten Trophies zu fangen. Auch hier bei Pop-Up-Rigs zum Beispiel, nehmen wir das einfach mal eben, erhöht die Fangtechnik des, der Montage. Es ist egal, welche Montage, das zählt halt für alle Montagen. Also es erhöht die Fangtechnik. Je höher die Fangtechnik, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit auf größere Fische jetzt hier in dem Fall. Und hier bei denen ist es sogar bei den normalen Montagearten, also Schlaufe, Inline, hier steht dann, erhöht die Fangtechnik der Schlaufenmontage. Je höher die Fangtechnik, desto größer ist die Chance, eine Trophäe zu landen. Also wir erhöhen quasi mit den investierten 3 Punkten oder eben hier, oder wenn ihr Bock habt auf Inline. Ich hatte ja 2 Jahre lang ungefähr die Inline-Montage geskillt, hat auch super funktioniert. Bin jetzt vor kurzem wieder zurück auf die Schlaufenmontage. Aber egal wie und wo, erhöhte Chance, eine Trophäe zu landen mit dem Verteilen dieser 3 Skillpunkte hier. Der Punkt ist allerdings, dass die Skillpunkte nicht gleichwertig sind. Das heißt, wir kriegen mit dem ersten Punkt schon mal einen richtig schönen Boost, mit dem nächsten eine kleine Steigerung, mit dem dritten nochmal eine kleinere Steigerung auf Trophy-Chance sozusagen. Und dann wird es noch kleiner und noch kleiner. Das heißt, die Punkte, die wir jetzt zusätzlich hätten auf der Bunesan, hier ist sie, nehmen wir sie mal eben in die Hand. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir sie in der Hand haben, nochmal +2 Punkte in der Montage. Man sieht die übrigens nicht, da kommen ja auch immer wieder die Fragen. Ich habe die Route ausgewählt, ich sehe die Punkte nicht, man sieht diese Punkte nicht. Die sind einfach im Hintergrund draufgerechnet. Also jetzt gerade auf Schlaufenmontage. Ich hocke gerade so praktisch davor. Schlaufenmontage habe ich hier 3 Punkte drin. Und theoretisch durch diese Route habe ich jetzt 4 und 5 Punkte mit drin. Allerdings ist die Wirkung, und darum geht es ja, sehr, sehr gering. Also dieses Plus, nochmal eine höhere Chance, eine Trophy zu fangen, das ist sehr, sehr gering. Gedacht sind solche Routen für die Situation, dass du dir denkst, ich gehe gerne auf Karpfen, aber ab und zu möchte ich auch gerne Schleie angeln, Brasse angeln oder die kleinen Z-Fische, Zerte, Zope, Zobel angeln. Und wenn du auf diese kleinen Fische dann gehst, könntest du theoretisch mit so einer Route, mit so einer Bunesan, mit 2 Skillpunkten schon die Montage verwenden. Das heißt, sobald du dann die Bunesan jetzt hier verwendest, hast du automatisch 2 Skillpunkte, was ja schon sehr gut ist. Wir wissen ja, der erste Punkt bringt richtig viel, der nächste ein bisschen weniger und der dritte nochmal weniger und 4, 5, theoretisch 6 bringt dann halt äußerst wenig, aber du hast schon mal einen guten Boost in der Montage drin. Dafür sind die gedacht. Bei den Routen, wie gerade schon gezeigt, der Wechsler zum Beispiel, da passt das auch richtig, richtig gut. Hier kann man sagen, im Spinning-Bereich, alle, die auf Spinning stehen oder Spinning nebenbei machen wollen, aber eben auch gerne die Jig-Montagen nutzen wollen, komplett geskillt, nutzen einfach hier diese Route und haben keine Sorgen mit den Skillpunkten. Also ein schöner Boost für diese Montagen. Und wenn man da quasi keine Skillpunkte verteilt hat, hat man in der Verwendung dieser Route komplett durchgeskillt sozusagen. Alle 3 Punkte verteilt. Wie gesagt, bei der Bunesan ist es so, hier sind jetzt nur 2 Punkte drin. Aber auch das ist natürlich schon mal ein guter Boost. Wenn wir jetzt allerdings geskillt sind, dann wollen wir im Idealfall noch mehr Punkte in der Angelart. Das heißt, wir haben, oder ich habe jetzt, 100% im Grundangeln. In der Verwendung der Royal Picker ist es dann so, dass ich 110% habe.
was dann dazu führt, dass man nochmal eher mehr, also mehr Fische fängt und mehr maßige Fische fängt und dadurch auch nochmal vielleicht eher die Chance hat, die eine besondere Trophy zu fangen. Also man zieht einfach damit das Level der maßigen Fische einfach nochmal ein Stückchen höher. Auch das ist jetzt nicht gewaltig, es ist nicht komplett overpowered, aber man hat einfach nochmal das i-Tüpfelchen sozusagen, wenn man 100% Punkte drinne hat, plus geskillte Montage. Wir nehmen mal jetzt hier wieder den Fall der Schlaufenmontage, die ich ja geskillt habe. Also 3 Punkte in der Schlaufe plus 110% hier oben bringt einfach den größten Effekt für das Angeln mit dieser Montage in Verbindung dann eben mit dieser Route. Tja, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir damals die Bunisar nicht gekauft, sondern direkt die Royal Picker. Denn die Royal Picker hat ja zusätzlich auch noch die praktischen Eigenschaften, dass sie erstmal ein gutes Wurfgewicht hat. Nochmal 10 Gramm mehr Wurfgewicht als die Bunisar. Und die Tragfähigkeit deutlich höher ist. Das ist natürlich auch nochmal praktisch, wenn man hier die Herausforderung machen will, dass man einen 30 Kilo Fisch auf, wo ist es? Ich glaube hier irgendwo, auf Winkelpicker fängt. Hier, fange einen 30 Kilo Fisch mit der Winkelpicker-Route. Das macht natürlich auf so einer Route hier deutlich mehr Spaß mit 29 Kilo drauf, anstatt dann eben hier mit 14, knapp 15 Kilo auf der Bunisar. Also, alles in allem, ja, beides natürlich gute Routen, aber speziell wieder für den Einsatz. Und das, wie gesagt, zählt für alle Routen im Game. Jede Route, die so eine Bewertung hat, hat einfach einen besseren Mehrwert für den Angler, der die verwendete Montage geskillt hat. Das ist wichtig. Als die Route mit den Pluswerten drauf. Es sei denn, der Angler hat das nicht geskillt. Bestes Beispiel, wie gesagt, die Wechsler. Du machst nur Grundangeln, willst zwischendurch mal auf Saibling am Ladoga zum Beispiel angeln. Zack, Wechsler rausgeschmissen, plus 3 in der Montage, die du eigentlich nicht geskillt hast und hast dadurch auch einen richtig guten Wert. Tja, so viel dazu. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr immer live auf Twitch und gleichzeitig auch live auf YouTube. Bis dahin, Petri.